Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier von Rad am Flummi. Wir sind so komplett zu Zombies. Und es geht direkt los mit Nussbowling. Was haben wir relativ lange nicht mehr gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist ja auch mal wieder ganz nett. Das heißt, ich habe es mir gedacht, es ist natürlich letzten Endes ein Bonusspiel. Das ist ja selbstverständlich. Und dann wollen wir doch einfach mal sehen, was ich daraus. Was wir daraus machen können. 90.000 Geld. Und schauen wir mal. Ja. Das wird wahrscheinlich nie einfach werden. Warum kann er die nicht einfach angreifen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Kannst du den mal bitte angreifen? Nein, jetzt geht's natürlich wieder nicht, ne? Ja. Ist schon. Junge, Junge. Das gibt's ja nicht hier. Es kommen auch diese Scheißviecher, ist egal. Nichtsdestotrotz. Ja, natürlich haben wir den nicht getroffen, Junge. Was ist denn jetzt falsch? Okay. Okay, das wird ganz interessant werden. Das kann noch eh schwierig werden. Und schon wieder sagen alle Brains. Wie geil ist das denn? Du kriegst halt einfach nicht am Wickel, diesen Scheißspringer. Ich weiß nicht, warum man darüber spricht, aber er springt darüber. Das lohnt sich hier, meine Friends. Ich will ja auch nicht immer so sowas verwenden hier, ne? Das ist so mein Problem. Das sind aber die Bowlingkugeln, die fliegen einfach übers Feld und sind einfach happy. No. Das ist halt so. So, wir ein bisschen Geld machen hier, oder soll das passen? Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, es wird aber nicht einfach werden. Zombies gehen mir gerade extrem auf den Sack. Muss man hier mal sagen. Haben noch keinen Rasen mehr verloren, was extrem gut ist. Squashbomber weiß ich noch. Ey, was heißt Squashbomber? Das ist doch nicht meine Squashbomber zu freaking. Na, sei ja mal gar nicht zu. Na, dann muss ich das. Ich muss halt den Rasenmäher beschützen, meine Friends. Ach, Leute, warum, warum? Das sieht nicht allzu gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich zugeben. Es könnte besser aussehen. Ja, das könnte definitiv besser aussehen. Ich hoffe, da lässt sich noch was machen.
weil wir verschwenden ganz schön viel. Und ihr seht, die Zombies sind sehr gut leider dabei. Ich aktiviere immer den Zeitungstypen, der dann extrem gut dabei ist. Ich will keinen Rasen mehr verschwenden. Heilige Scheiße, warum ist denn das immer so schwer? Keiner versteht es, ich verstehe es aber. So, und schauen wir mal. Jawohl, da können wir noch ein paar erwischen. Hier vielleicht noch mal ein bisschen. Jawohl. Sehr gut. Den hier noch mal weg. Zack. Jawohl. Gar nicht mal schlecht. Hier einfach rein, würde ich sagen. Jawohl. Den hier unten wegsnacken. Jawohl. Sehr gut. Ja, das kann ganz gut passen. So, da haben wir den Rasen ja verloren, aber ich habe nichts falsch gemacht und man kann es. Da hat nichts mehr mit. Man kann nichts mehr machen, ne? Da wirst du dann überrannt, ne? Junge, ich kann doch nichts machen. Oh, meine Güte. Ach, Junge, das kann doch nicht wahr sein, Junge. Mann, ich geh doch nie. Ich werd hier überrannt. Holy shit. Aber naja. Das ist auch nicht so möglich, mein Modus ist ja. Das ist nicht so unbedingt mein Modus. Ich bin nicht so gerade in meinem Element drin. Das ist jetzt hier nicht so mein Modus, Kollege. Das kannst du halt nicht machen. Warum habe ich den jetzt erwischt? What the frick? Okay, jetzt wird es ganz interessant. Und jetzt habe ich natürlich auch arg aus Versehen den aktiviert, jawohl. So ein bisschen aufpassen. Brains, ja, Brains, ich höre nur noch Brains. Na, aber was soll's, ne? Du kannst da nichts machen. Na komm, lauft alle rüber, ich kann sowieso nicht verteidigen. Holy shit, Junge, seht euch diese Bande an, die kriegst du gar nicht verteidigt. Aber egal. Das verstehe ich nicht. Also da konnten wir, müssten wir alle Rasen mir abgeben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Weiß nicht, was da los war. Aber gut. Schauen wir mal. Wir sind hier im verdammt nochmal nächsten Level. Und schauen einfach mal, was so drin ist. Ja, und unsere Aufstellung kann nicht so lange so bleiben. Was im Grunde bedeutet, ich brauche dringend einen neuen Platz. Ich weiß zwar nicht, wo ich mein Aufnahmegerät. Wo ich mein Aufnahmegerät dann hier unten links hin. Wo ich das dann hinpacken soll, das Aufnahmegerät. Aber so ist es, ne? Ich kann es auch nicht ändern. Irgendwo muss es ja hin. Wo muss ja meine Aufnahmegerät hin, ne? Das geht halt so an, das geht halt gar nicht anders. Also, das hat extrem lange gedauert, dieses Bowling, wie heißt das? Dieses Bowling-Spiel, das dauert immer extrem lange, ich weiß gar nicht, was da los ist. Aber gut. Ja, und sonst, wir haben die 26 Abonnenten geknackt, Leute. Vielen, vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Es gibt sehr viele YouTuber, die unter 26 Abonnenten sind. Die meisten haben keine Abonnenten. Oder so zwei oder drei. Gibt es auch extrem viele. Gibt aber auch ganz viele, die über 1000 Abonnenten sind. Aber man, es gibt halt auch ein paar, die halt auch noch nicht so hoch sind, ne? So ist das halt, ne? Das muss man halt so sehen, ne? Es gibt einfach ein paar, die sind noch nicht so hoch. Das gibt es, ne? Das gibt es halt. Aber gut, danke für die 26 Abonnenten, Leute. Wir ganz allmählich kommen wir hoch. Also ich glaube, in
500 Jahren sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Aber in 500 Jahren lebe ich nicht mehr. Hilft uns also nicht so viel weiter. Naja. In einem Jahr 26 Abonnenten. Ich habe meinen YouTube-Kanal jetzt 1, ich habe jetzt schon 1,1 Jahre. Also ein Monat, ein Jahr meinen YouTube-Kanal. Und was soll ich dazu sagen? Es ist 26 Abonnenten ist natürlich eigentlich wenig. Für meine Verhältnisse ist das aber viel, weil ich eigentlich nicht so viel erwartet habe. Als der Anfang der erste Abonnent kam, war ich aus dem Mäuschen. Da wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Aber inzwischen müssen wir müssen halt hochkommen, Leute. Ihr müsst abonnieren jetzt. Jetzt abonnieren kostet nichts, weil ist einfach so. Wir müssen in die Höhe, Leute. Das ist noch gar nicht. 26 Abonnenten, da geht noch viel mehr. Aber ich will euch natürlich jetzt auch nicht zu zwingen. Und es ist ja auch schon toll, wie es ist. Ich will ja hier nicht jetzt hier traurig sein. Es ist ja schon ganz gut. 26 Abonnenten ist ja, war ja für den Anfang unvorstellbar. Und jetzt haben wir es einfach geschafft. Zusammen sind wir einfach stark. Zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir das. Bob der Meister, wir schaffen das. Zusammen können wir das schaffen, also nicht lang schnacken, Abo in den Nacken. Wie gesagt, ne Leute, wir können das schaffen. Haut alle Abos raus, wenn ihr meinen Kanal mögt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mein Ziel, ich habe kein Ziel, Leute. Ich mache YouTube größtenteils nur zur Unterhaltung und einfach, weil ich Spaß haben will. Und Geld verdienen will ich jetzt auch nicht. Ab 1000 Abos kann man ja schon teilweise Geld verdienen oder so. Und mein höchstes Video 143 Aufrufe, Leute, das ist auch extrem krank. Wie gesagt, da weiß ich immer noch nicht, was mit euch da los ist. Insgesamt, danke für den geilen Support. Vielen, vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Ihr wisst Bescheid. Ihr seid extrem krank. Also, wie gesagt, ne, 26 Abonnenten. Da kann noch viel mehr gehen, da muss noch viel mehr gehen. Aber jetzt wollen wir erstmal hier überlegen. So weit sind wir hier. So weit sind wir noch nicht hier. Da kommen die Taucher Boys. Guck mal hier. Ich finde das extrem geil, dass die Taucher Boys kommen. Ich habe die schon eigentlich ganz vergessen. Man vergisst es einfach, Leute. Das geht halt. Das sind die Taucher Boys, Leute. Und zwar, was die machen, das sage ich euch jetzt. Taucher Boys sind ganz normale Wasserfuzzis, die aber, wenn sie nichts angreifen oder wenn sie keine Pflanze vor sich haben, einfach tauchen und nicht angegriffen werden. Können halt hier im Prinzip durch und die Pflanzen aufsnacken. Dadurch packe ich jetzt hier Seerosen hin, dass die erstmal angreifen müssen und dann werden sie von den attackiert. So ist meine Taktik dagegen. Kann man eigentlich ganz leicht besiegen, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Die sind echt heftig. Diese Taucherboys. Also, wenn die Taucherboys kommen, ihr merkt, dann ist das Spiel langsam. Wir sind langsam im Game. Jetzt beginnt das wahre Spiel, Leute. Das ist jetzt nicht mehr so wie damals. Das ist jetzt einfach noch anders. Guck mal, jetzt können wir sogar einen Stein packen. Das sieht richtig gediegen aus. Holy shit. Geil. Das sieht richtig geil aus. Die sterben halt vor allem schnell weg. Das ist quasi das Ding. Und die Seerosen müssen wir echt ganz schnell pflanzen. Also das ist immer ganz wichtig. Das passt an die alle. So, das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Wir kriegen extrem gut Sonne. Wir müssen dann bald mal in den Laden noch schauen. Was der Laden so für uns bereithält insgesamt. Das wäre halt interessant. In dem Sinne. Und da kommt die letzte Welle, meine Damen und Herren. Und deswegen mache ich genau die Steine, damit die hier nicht durchkommen hier, ne? Wo ist der ganze Hintergrundgedanke, ne? Können wir einfach nochmal eine Kirschbaum reinhauen, dann sollte das sich auch erledigt haben hier. Sehr, sehr gut. Damit sollten wir auch diese geschafft haben. Und ja, dann packen wir hier noch einfach was hin.
Und dann sollte dieses Level passen. Das sollte eigentlich jetzt auch mit der Folge gewesen sein. Ich würde sagen, haut rein.